Hermann, rufst du hier vom Platz aus nochmal beim Radio an und sagst denen, gebt mal statt der Autobahnblitzer die Standorte der Grillhähnchenwagen bekannt, dann knallt's! Ja, schade, da haben unsere Mädels, ne, im ausverkauften Wembley-Stadion das EM-Finale gegen England verloren. Bei den Engländerinnen hast du bei einigen optisch aber auch gedacht, boah, warum hat Peter Crouch denn mit dem Ork gesoffen und dann auch noch wiki wiki? Ja. Und wer war wieder mit am Start und am Ende schuld? Der Fahr. Ne? Videobeweis. Oder die Fahr, wie auch immer. Ne? Handelfmeter oder nicht. Ne? Wenn da im Keller nur Mädels diskutiert haben vom Bildschirm, ob das jetzt Handelfmeter war oder nicht, dann weiß ich, warum es keine Entscheidung gab. Ja, ist doch so. Das ist wie, wenn ich mit meiner Gudrun da diskutiere. Ne? Und die verpackt Sachen auch immer noch anders, wenn sie mir erklären oder verkaufen will, aber meine Fragezeichen werden über die Jahre weniger, weil ich denke, ich hab's verstanden. Sagt die letztens, Uwe, hast du Lust, heute Mittag mal mit dem Elektroelefanten zu spielen? Und ich so, gut ruhen, ich staubsauge nicht. Ja, Mann, du hast letztens auch eine Pizza für Jahreszeiten bestellt, ne? Aber ohne Herbst und Winter. Ja, was ist der Unterschied zwischen den DFB-Damen und den DFB-Herren? Die DFB-Damen haben in den letzten Wochen richtig Werbung für den Sport gemacht, ne? Gut, das wäre jetzt aber auch schwierig geworden, wenn du in England eine WM oder EM zur Weihnachtszeit veranstaltest und kühlst gleichzeitig die Stadien noch runter, dann bekommen die Boxing Days eine ganz andere Bedeutung. Ne, Ferdinand, du bist bei uns im Team auch der Homöopath, deswegen frisst du nur trockenes Brot, weil du nichts anderes belegen kannst. Ja, kommenden Freitag startet es endlich, die neue Saison der ersten Fußball-Bundesliga. Oder wie es bei HSV-Fans heißt, Projekt 2028-2029. Auftaktspiel Eintracht Frankfurt gegen Bayern München. Kann sich die Eintracht schon mal warm schießen für einen Supercup gegen Real Madrid. Ne? Ich bin ja für so eine Pre-Show beim Spiel, gibbet ja jetzt. Ne? Jens Lehmann macht eine Kettensägen-Show. Ah, das wäre so geil, ne? Der Lehmann mit seiner Kettensäge haut da so kleine Eiskugeln aus dem Vanilleeisblock. Und die werden dann auf so kleine Motorsägen oben drauf gesetzt, hast du Eis am Stiel. Ne? Und diese kleinen Motorsägen werden dann vom Adler Attila von der Eintracht zu den einzelnen Zuschauern geflogen. So, komm, Donata Hopfen. Wann werde ich Bundesliga-Eventmanager? Oh. Andi, dein Kaugummi mit Kräutergeschmack ist ein Basilikum. Aber jetzt spuckst du das Scheißteil endlich aus. Ja, und beim FC Kölle haben sie nach dem DFB-Pokal aus gegen Regensburg erstmal schön ein Grillfest gefeiert. Ja, sicher. Das hat beim HSV auch früher mal gut funktioniert. Der Vorteil ist, als Spieler kannst du mit dem Auto oder mit dem Rad kommen, denn nach 136 Kölsch bist du immer noch fahrtüchtig. Ich wollte ja eigentlich so einen Grillwagen machen. Das wäre geil gewesen. Jetzt dann vom Grill gegeben einen halben Hennes. Wenn der Baumgart gekommen wäre, sag mal, Uwe! Hast du unser Maskottchen gegrillt und hier aus Brötchen gepackt? Ich so, genau, Baumgart. Und ein halber Hahn ist ein halbes Hähnchen oder was? Nee, ist Spaß, da ist schon der Hennis im Brötchen. Männer, reg ich mich hier noch eine Saison über euch auf, dann fahre ich nächste Saison in Urlaub. Und zwar nach Tourette de Mar. Expertentechnisch wünsche ich mir in der Bundesliga für die neue Saison mehr Sandro Wagner, weniger Lothar Matthäus. Ganz ehrlich, ich verstehe das Fränkisch auch nicht. Lothar, wechsel doch mal das Business. Erfind doch mal ein neues Brot. Dann kannst du jedenfalls sagen, ich habe einen neuen Prototyp. Kevin! Oh, der ist so hohl, der hat letztens zum Backen Mehl abgewogen mit dem Ventilator an. Ja, ist auch schwierig, wenn in England irgendwie Weine. Ja, und kommenden Freitag startet endlich die Fußball-Bundesliga. Noch, Gott. Nochmal. Das ist wie bei der Sau von der Fickerei. Zweimal ist besser als einmal. Ist da drauf? Ach so, scheiße, nochmal. Andi, ich weiß, ein Teil deiner Fresse, ne? Das ist ein. Eine Zunge. Andi, ich weiß, ne? Der Teil im Mund. Das ist mit Kräuter. Sag mal, ey, sag mal.